Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella. Herzlich willkommen zu einem neuen Pferdekauf-Video. Und zwar werde ich mir das Pferd kaufen, was neben mir steht. Nämlich den magischen Lipizzaner. Das Lebkuchenpferd. Genau, mein Shire Horse Ice Crystal habe ich tatsächlich bereits ausgelevelt. Schon wieder. Ja, es geht halt relativ fix in SSO. Was soll ich dazu noch sagen? Und ja, ich habe gesagt, wenn ich das Shire ausgelevelt habe, kaufe ich mir noch den Lipizzaner. Weil ich habe tatsächlich alle magischen Pferde hier aus dem Winterdorf, wirklich alle. Und da darf natürlich hier das Lebkuchenpferd nicht fehlen. Das ist das magische Pferd aus dem Winterdorf. Gibt es natürlich auch nur hier im Winterdorf zu kaufen. Das heißt, wenn im Januar das Winterdorf wieder verschwindet, verschwinden natürlich auch die magischen Winterpferde und somit auch dieses hübsche Exemplar hier. Genau, also wie gesagt, Modell der Lipizzaner, dementsprechend auch genau dieselben Animationen und auch Special-Figuren wie die Lipizzaner und natürlich auch derselbe Preis wie die Lipis, nämlich 950 Starcoins. Und so sieht der Lipizzaner in der magischen Form aus. Ja, auch genauso rotbraun wie natürlich ein Gingerbread, also ein Lebkuchen. Von daher, ja, die Farbe passt tatsächlich ganz gut. Ich finde die Abzeichen auch sehr schön. Aber wir gucken uns das Pferd natürlich auch gleich im Stall wieder mal ganz genau an. Ja, und die magische Form, die ist halt wirklich so krass. Also, ja, ich weiß noch, dass viele Leute, die Teaser gesehen haben, also so den Teaser von SSO, den Trailer und die Bilder, die haben alle gesagt, boah, das Lebkuchenpferd, ich weiß nicht, sieht man zu extrem aus, will ich nicht kaufen. Und ich sehe tatsächlich mehr Spieler mit dem Lebkuchenpferd rumlaufen als mit dem Shire. Ja, im Spiel wirken die Pferde halt nochmal komplett anders als auf Bildern oder in Videos. Deswegen, ja, also das Konzept dahinter finde ich tatsächlich mega, mega geil. Ist schon eine krasse Idee, die Umsetzung ist auch eigentlich ganz cool. Und ja, gut, was heißt eigentlich? Ich finde es ganz cool. Egal. Ja, so viel dazu. Also wie gesagt, Lipizzaner, ne? Stärke 3, Disziplin 2, Agilität 2, Geschwindigkeit, Ausdauer nichts. Ab Level 1 könnt ihr die Pferde hier im Winterdorf kaufen, wenn ihr denn genügend Starcoins habt. Wie gesagt, der Lipizzaner hier, das Lebkuchenpferd, kostet 950 Starcoins. Und genau. Ja, ich lese euch mal ganz kurz hier den ersten Teil von der Beschreibung durch, weil die ist tatsächlich relativ witzig. Lebkuchen erwachte eines Tages tief in einem Wald in Deutschland und erinnerte sich vage an eine runzelige alte Frau und ihr geschmackvolles Häuschen. Ja, was ist das natürlich? Ja, ein altes Märchen aus Deutschland, nämlich Hänsel und Gretel. Darauf sollte es nämlich sich irgendwie beziehen. Finde ich sehr witzig. Als es noch versuchte, sich zu besinnen, tauchte plötzlich eine Bonbonnase vor ihm auf und es hörte eine Stimme sagen, mach schnell. Es schleckte seine Stirnlocke ab. Mh, Zuckerguss. Ich finde die Beschreibung wirklich sehr, sehr witzig. Also, ja. So viel dazu. Wir kaufen uns das hübsche Exemplar. Ich würde es an dieser Stelle natürlich Gingerbread nennen. Gingerbread heißt halt Lebkuchen, logischerweise. Und sein Name ist ja auch Lebkuchen. Und es ist ja auch ein Lebkuchen. Also der Name ist halt wirklich äußerst zutreffend. Ich überlege gerade aber, ob ich dieses Pferd wirklich nur Ginger nenne. Weil Ginger passt halt ja zu Gingerbread, also Lebkuchen passt aber auch zu der nicht magischen Form, weil das sieht ja auch so Ginger, so feurig, so rot-braun-mäßig aus. Und Ginger klingt eigentlich wirklich super cute. Also ich glaube, ich würde es wirklich nur Ginger nennen. So, passt wie gesagt auch Ginger, ne, zu der normalen, nicht magischen Form. So, es ist zeitlos, deswegen hat es auch kein Geschlecht bei mir. Name Ginger. Ja, also die Namenssuche ging tatsächlich relativ fix dieses Mal und ich kaufe es mir in 3, 2, 1, go. Ja, und der Schnee ist verschwunden. Wunderbar. Hello Ginger, du bist wirklich zum Anbeißen süß. Wortwörtlich. Ah. Okay, ich schicke sie erstmal. Sie? Ihn? Eigentlich ist es zeitlos, ne? Kein Geschlecht. Ja, gut, okay. Ich schicke sie erstmal in den Stall und da sehen wir uns, ja, im Stall wieder und schauen sie uns oder ihn uns mal ganz genau an. Und da sind wir auch schon in meinem Stall und neben mir die süße Ginger. Ja, irgendwie ist sie bei mir doch ein Stütchen. Ich weiß nicht, wieso. Ja, dieses Heu, ne? Also das ist, und die Bürste und, oh mein Gott, okay. Furchtbar, ignorieren wir das. Ja, also in der normalen Form ist der Lipizzaner so ein Fuchs, würde ich sagen. So ein rotbräunlicher Fuchs, ein dunkler Fuchs. Ist das jetzt ein dunkler Fuchs oder ein normaler Fuchs? Egal, ist auf jeden Fall ein Fuchs. So viel steht auf jeden Fall fest. Ja, schlicht tatsächlich. Wirklich sehr, sehr schlicht gehalten. Von der Farbe her. Stehmähne, Schweif,
ganz lang, normal, nicht eingeflochten, gar nichts. Schöne Abzeichen an den Beinen, bis fast ganz nach oben. Ja, fehlt noch ein Stückchen, aber schon ziemlich hohe Abzeichen an den Beinen. Ne? Alle vier Beine haben ein sehr hohes Abzeichen, finde ich sehr, sehr schön. Und das Abzeichen im Gesicht finde ich auch sehr, sehr cute gemacht. Auch eine sehr, sehr große Blässe. Wie nennt man das, wenn die Blässe so groß ist, dass sie fast übers ganze Gesicht geht? Ich habe schon wieder vergessen. Egal, auf jeden Fall schönes Abzeichen im Gesicht und wunderschöne blaue Augen. So richtig eisblau. Ne? Oh, sieht das gut aus. Hier, guckt euch das mal an. Wunderschön, wunderschön. Ja, ein süßes rosa Schnäuzchen. Ja, super cute. So, so viel zur normalen Form. Jetzt setze ich mich mal drauf und wir verwandeln die Süße mal. Ja. Also der Unterschied ist mega krass. Ja, wie man schwer erkennen kann, wurde Star Stable von einem Lebkuchenhaus inspiriert. Deswegen heißt dieses Pferd auch Lebkuchen. Dieses Schaumige hier bei der Mähne und der Schweif, das soll übrigens der Zuckerguss darstellen, mit dem man eben so ein Lebkuchenhaus ja zusammenklebt. Weil der Zuckerguss, der Puderzucker, der dient logischerweise als Klebemasse. Und man verziert ja auch die Seiten und das Dach vom Lebkuchenhaus so ein bisschen mit Puderzucker. Ne, und Glasur und deswegen sieht das auch so flauschig schaumig aus. Ne? Also das soll keinen Schaum darstellen und auch kein Schnee logischerweise, sondern halt ja dieser Puderzucker, ne? Dieser feste. Natürlich noch mit verschiedenen Drops drin, mit so grünen und pinken. Ich glaube, bei uns würden die meisten Smarties reinmachen. Hashtag keine Werbung. Und ja, ansonsten natürlich, der Körper ist natürlich oder soll halt ein Stück Lebkuchen darstellen. Hier unten die Hufe, die Beine sind natürlich auch mit Zuckerguss beschmiert. Und ansonsten sieht man hier viele verschiedene Verzierungen mit, ja, Zuckerguss, ne? Im Gesicht, ich zoome mal ein bisschen ran, haben wir hier auch Verschiedenes. Ne, hier haben wir zum Beispiel ein Herz, verschiedene kleine Herzchen. Hier so schöne Verzierung, auch hier um das Auge drumherum so ein paar Tropfen. Auch hier das, ich sag mal, das Abzeichen ist auch sehr, sehr süß ja, gestaltet. Und auch hier sind irgendwie solche Drops dran. Und oh, das sieht ja aus wie ein Gesicht hier am Hals. Das sehe ich jetzt erst. Guck mal, das sind die Augen, das ist die Nase und das ist der Mund. Wow, okay, jetzt muss ich, jetzt sieht, okay. Okay, jetzt, immer wenn ich da hingucke, sehe ich hier jetzt ein Gesicht drin. Na wunderbar, okay. Ja, das hier sieht auch sehr schön verziert aus, wie Blumen. Ja, die Satteldecke an sich finde ich schön, ist eine ganz coole Idee. Vor allem von oben sieht das mega geil aus. Das Fell ist übrigens gespiegelt, also das, die magische Variation ist aber nicht verkehrt, weil wenn man ein Lebkuchen... Ja, wenn man ein Lebkuchenhaus gestaltet, dann macht man ja das links und rechts auch ja 1:1 symmetrisch oder versucht es wenigstens. Und deswegen finde ich das nicht so schlimm, dass Star Stable das ja auch gespiegelt hat. Also ich glaube, wenn es nicht gespiegelt wäre, würde es mich persönlich tatsächlich stören. Von daher finde ich es okay. Ja, also das ist eine ganz coole Idee. Einerseits ist es auch wieder blöd gemacht, weil wenn man da jetzt eine kleine Satteldecke drauf klatscht, dann sieht man diese Zeichnung von dieser, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Satteldecke so durch. Und das sieht irgendwie nicht so schön aus. Ich weiß auch nicht. Ja, ansonsten hier überall weitere schöne kleine Verzierungen. Hier auch noch so ein bisschen umrandet. Das finde ich auch mega, mega cool. Und ja, ist schön gemacht. Auch hier die Drops. Die sehen eigentlich wirklich ganz lecker aus, muss ich sagen. Also das ganze Pferd ist wirklich mega, mega lecker. Ja, und die Augen sind natürlich blau, wie in der normalen Form. So, ich mache mich mal kurz weg und dann seht ihr das hier nochmal. Ja, sieht schon cool aus, oder? Also das Konzept ist wirklich, wirklich mega cool. Wie gesagt, das mit der Satteldecke gefällt mir nicht so wirklich. Ich finde es auch nicht ganz so toll, dass es ein Lipizzaner ist. Also versteht mich nicht falsch, ich mag die Lipizzaner wirklich sehr, sehr gerne. Aber das sieht halt so ein bisschen kunterbunt und albern aus. Und die Lipizzaner, das sind halt richtige, schöne, edle Dressurpferde. Und da passt dieses kunterbunte, kitschige nicht so wirklich zu so einem edlen Pferd. Aber das Konzept an sich finde ich persönlich wirklich mega geil. Also ich liebe dieses Pferd wirklich sehr. Ist eine richtig coole Idee und tatsächlich auch ganz gut umgesetzt. Also meine persönliche Meinung. Genau. So, und Leute, ich habe geshoppt. Ich habe, als ich den Cut gemacht habe, habe ich noch ein bisschen im Winterdorf geshoppt. Und ich habe tatsächlich das komplette Outfit für den Lipizzaner mit Jorvik Schilling bezahlt. Hier seht ihr das. Und das setze ich jetzt mal auf. Wir haben hier eine Mütze, ein Oberteil, Hose, Schuhe, Handschuhe. Und wir haben hier natürlich auch
für das Pferd, ne? Trense, Satteldecke. Und ihr seht ja auch das, was ich meine, ne? Die Satteldecke ist viel zu klein für diesen Aufdruck hier. Und das guckt so ein bisschen irgendwie durch. Das finde ich nicht so wirklich toll. Und genau, packen wir mal noch hier die Hufeisen drauf. Ich zoome mal kurz ran. Da versteht ihr hoffentlich, was ich meine. Hier vorne guckt es sehr krass raus. Hier sieht man noch die blauen Punkte und hier hinten sieht man die nicht so ganz. Und das Wellige passt sich auch nicht so gut an die Satteldecke an. Also ja, das stört mich tatsächlich irgendwie, dass das nicht so richtig hinhaut. Ja, weiß ich nicht, finde ich nicht so toll. Und oh mein Gott, das Zaumzeug hat ja auch so einen Drop. Ne, so was Weißes mit so einem grünen Süßigkeiten-Drop dran. Oh Gott, ist das cool. Und ja, es ist halt wirklich auch genauso verziert wie das Pferd, ne? Also, dieses Set ist halt 1:1 perfektioniert auf dieses Tier. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die Gamaschen. Die sind eigentlich auch ganz cute gemacht. So, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ja, geht so, ne? Auch so lebkuchenmäßig mit Puderzucker, mit der Glasur und diesen Drops. Ich sag irgendwie immer Drops, ne? Ja, wie soll man sonst diese Süßigkeiten-Dinger nennen? Ja, diese komischen Smarty-Dinger. Ja. Gut, so viel dazu. Wir gehen jetzt ins Winterdorf und gucken uns die Animation an. Und es gibt natürlich auch nicht nur dieses Pferd, nicht nur das passende Outfit für Pferd und Reiter. Nein, wir haben natürlich auch das passende Haustier dazu. Und ja, ich werde mir tatsächlich auch das passende Haustier dazu holen. Den Pinguin passend zum magischen Shire Horse habe ich mir jetzt tatsächlich nicht geholt. Weil, ich weiß nicht, die Pinguine sind süß. Sie sind wirklich super cute, aber ich habe schon zwei Pinguine in meinem Schrank und ich brauche jetzt nicht unbedingt jedes magische Haustier passend zum magischen Pferd. Also ich kaufe die wirklich nur, wenn mir die wirklich gut gefallen, wenn ich die richtig cool finde. Und dieser kleine Knuspergnom, ja, ich weiß nicht, der muss halt einfach irgendwie sein. Ich finde generell diese Wichte in SSO mega lustig und witzig. Und wenn ich schon dieses Set hole, dann wirklich das komplette Set. Wirklich komplett ausrasten. Ja, 350 Starcoins, das ist schon eine Hausnummer. Genau, Gumdrop. Den hole ich mir jetzt für 350. Ja, der muss jetzt einfach sein. Sorry. Wo ist er denn? Gumdrop? Hallo? Achso, ich muss ihn erstmal in meine Satteltasche packen. Voll der Fail hier. So, genau. Und da seht ihr den nochmal, ne? Passend natürlich zum Lipizzaner, ne? Passende Lebkuchenmütze. Eine rosane Nase. Passend an die Süßigkeiten, ne? Von der Farbe hier. Und ja, ist schon. Das ist mein kleiner Genussbock-Gnom. Vor allem Knuspergnom mit G, genau. Der Knuspergnom. Ja, also guckt euch das mal an im Großen und Ganzen. Es passt halt wirklich so gut. Es passt so unwahrscheinlich gut. Es sieht alles so cool aus. Ich mag es wirklich sehr. So, genau. Und wir gucken uns die Animationen auf diesem Pferd an. Mit voller Montur, mit Ausrüstung, mit Haustier. Mit Outfit zum Reiter. Vom Reiter, sorry. Und ja. Ja. Also die Bewegungen von Lipizzaner sind wirklich sehr schön, sehr edel. Ist halt ein edles, schönes Dressurpferd, ne? Das ist der Trab, der Kanter, der Galopp und der ganz schnelle Galopp. Ich finde auch den Schweif so geil, oh mein Gott. Das ist herrlich. Ja, sehr schön. So, mal ganz schnell springen. Das Springen der Lipizzaner ist auch sehr toll. Ist nicht das beste Springen, denn es ist ja schließlich ein Dressurpferd, hoppala, und kein Springpferd. Von daher ist es nicht so schlimm, wenn es nicht wirklich so gut aussieht beim Springen. Aber es ist wirklich vollkommen okay. So, dann halten wir mal an. Ist das nicht derselbe Stopp wie beim Shire Horse? Das rutscht doch auch so komisch über den Boden, bevor es komplett anhält, ne? Ja, gibt schönere Vollbremsungen bei den Pferden auf jeden Fall. So. Genau, das Steigen. Wir steigen mal. Ja, das Steigen, das ist die Levade. Genau, also so ähnlich, ne? Eigentlich hat es ja, ich glaube, es hat zwei Special-Animationen, ne? Oh Gott, wie sitzt denn der Reiter da? Furchtbar. Ja, wir gehen auf jeden Fall erstmal rückwärts. Ich zeige euch die Spezialanimation gleich nochmal im Kaufenster, weil ich weiß gerade selber nicht mehr, was der Lipizzaner kann. Oh mein Gott, ich habe es echt total vergessen. Ja, das Rückwärtsgehen ist wirklich, ist cool. Wippt ein bisschen sehr stark, würde ich sagen. Aber es ist wirklich vollkommen okay. Genau, so springen, stoppen, steigen, die ganzen Animationen uns rückwärts gehen. Gut, da haben wir alles. Jetzt nochmal alles in der normalen Form. Das muss ja natürlich auch gezeigt werden. Und oh mein Gott, das Set passt auch in der normalen Form richtig gut. Da kommt auch die Satteldecke richtig, richtig gut zum Vorschein. Finde ich toll. So, der Trab.
Erkannter. Ich mache mal kurz das Interface aus. Genau, der etwas schnellere Galopp. Und der ganz schnelle. Im ganz schnellen Galopp wippt es tatsächlich sehr, aber es hält sich noch in Grenzen. Ja, es ist auch in Ordnung. Auch hier das Springen. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, kein schönes Springen, also nicht das Schönste. Sieht auch ein bisschen plump aus, aber es ist ja wie gesagt ein Dressurpferd und kein Springpferd. So, genau. Anhalten. Das Rutschen. Wir halten nicht an, wir rutschen. So, auch hier das Steigen. Ich drehe mich mal ein bisschen, damit das Licht an das fällt, sonst kann man das immer nicht so gut sehen. Dieses Heu in der Hand, ne, das macht mich wirklich fertig, Leute. Das ist ein bisschen nervig. Ja, und das Rückwärtsgehen. Ja, schön. So, ich lasse mal meinen kleinen Knuspergnom hier mal aus der Tasche, damit ihr auch mal so ein bisschen seht, wie der läuft, wie der sich bewegt, was der so macht, wie der rumhüpft. Sieht wirklich richtig witzig aus. Ich finde den cool. So, ja, so viel dazu. Jetzt gehen wir nochmal schnell zum Kauffenster und gucken uns nochmal die Special-Animation an. Aber das Steigen, das war doch die Levade. Was hatte das denn als Zusatzanimation? Genau, das war ja der Schritt, Trab, Kanter, Galopp, der schnellste Galopp, besondere Bewegung. Was ist denn das gleich nochmal? Was war denn das? Aber das steht nicht auf einer Stelle. Das läuft, oder? Wie nennt man das? War das eine Passage? Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, was das nochmal für eine Spezialanimation ist. Ich hab's wirklich total vergessen. Ach, genau. Und die... Oh, Leute, ich habe vergessen, wie das alles heißt. Ich wusste das doch alles mal, als ich mir die normalen Lipizzaner gekauft habe. Da habe ich euch doch alles... Das habe ich euch doch schon alles gesagt. Ich komme nicht drauf. Also schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie das heißt und wie nochmal das heißt. Ich wusste es mal. Ich habe es gerade wirklich total vergessen. Ich stehe richtig auf dem Schlauch. Ja, also der Lipizzaner hat sogar zwei spezielle Animationen. Und das Steigen ist halt die Levade. Ja, Leute, so viel dazu. Das ist das Pferd aus dem Winterdorf. Das ist Lebkuchen. Das ist das komplette Set plus Haustier dazu. Gibt es, wie gesagt, alles nur hier im Winterdorf zu kaufen, während das Winterdorf da ist. Wenn das Winterdorf im Januar verschwindet, verschwindet natürlich auch alles andere. Also sprich Klamotten, Pferd, Haustier, alles. Und ihr könnt es dann erst nächstes Jahr im Winter, wenn das Winterdorf wieder zurückkehrt, ja, dann erst wieder kaufen. Und falls euch diese Pferde zu teuer sind, die anderen magischen Pferde hier im Winterdorf sind alle reduziert. Wenn ihr Starcoins zu Weihnachten bekommt, dann nutzt die Chance und kauft euch noch so ein hübsches Pferd, wenn ihr denn könnt, dürft, sollt, wollt, was auch immer. Und ich muss mal ganz kurz gucken, wie viele Starcoins habe ich denn? Nur noch 4000 Starcoins? Gut, was heißt nur noch? Es ist noch relativ viel. Und wie gesagt, das Outfit habe ich mir ja von Jorvik Schilling und nicht von Starcoins gekauft. Das Einzige, was ich mir jetzt von Starcoins gekauft habe, ist eben das Pferd und das Haustier. Aber ich labere schon wieder zu viel. Egal, das Video endet jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder nächsten Livestream wiederhören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.